Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute, ja, der versprochene zweite Eupholus für diese Staffel. Heute haben wir einen Eupholus Linnaei vor uns. Die Art wurde 1857 von Thomson beschrieben und ist nach dem, ja, Erfinder der binären Nomenklatur und ja, bis heute angewendeten Systematik Carl Nielsen Linnaeus bzw. Carl von Linné benannt. Klassiker quasi. ja, die Art kommt auf den Kai-Inseln vor. Dieses Exemplar hier ist jetzt von Kai Bizarre. Und diese Inseln, die liegen ja, in der Nähe von Papua, auch bei den Aru-Inseln. Genau da, wo eben der Verbreitungsschwerpunkt von Eupholus ist. Ja, sehr schöne Art, wie ich finde. Auch ein bisschen wuchtiger als Eupholus schiffrodati, den wir ja beim letzten Mal hatten. Leider ist mir beim Auspacken von dem Käfer hier sind mir die beiden Fühlerkeulen abgebrochen. Die habe ich jetzt schon mal wieder dran geklebt nach dem Aufweichen. Hoffen wir mal, dass die auch halten. Leider ja, ist der Fühler hier ein bisschen zu viel mit Kleber in Kontakt geraten ist. Deswegen jetzt verkrustet. Weißlich, nicht mehr Originalfarbe, das ist etwas schade, aber trotzdem stecken wir ihn noch in die Sammlung. Alles klar, dann legen wir mal los. Ja, okay, über Nacht hat der Käfer jetzt getrocknet und wir sollten ihn soweit abnadeln können. Durch den Trocknungsprozess
wie so oft hat er auch wieder seine ursprüngliche hellere Farbe zurückbekommen. Ja, das ist dann wieder umso schöner geworden. Schönes Tier. Hier ist mal die Unterseite. Auch eine relativ große Eupholus-Art. Und der wird hier so um die 30 mm haben, schätze ich. Ja, eine schöne Ergänzung für den Aufbau dieser Sammlung. Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.